bist du anders als deine Konkurrenten? Mhm. Ist das was Neues? Kannst du sehen, die Perspektive, wie das benutzt, mhm. wenn man über Steve Jobs nachdenkt? 10 Jahre lang war er zu früh mit seinen Ideen und er war dann weg vom Apple für 10 Jahre. Dann irgendwann kam er zurück, also er war ein bisschen zu früh. Ja? Die Menschen waren noch nie bereit dafür. Aber das zu erkennen, dass man wirklich das nutzen wird, ist es was Neues, ist es wirklich, wird das Leben zum Besseren und Einfachen verändern, dann schau genau auf die Sales, wie viel bis jetzt umgesetzt worden. Sales, genau. Es ist wichtig, ja, genau. Die Reichweite, klar, genau. Aber ich glaube schon, das Wichtige ist einfach, be different or die. Also bist du wirklich anders als die Konkurrenten, okay. Ist das was anderes oder nicht? Okay, verstanden, cool. Letzte Frage, Sport, machst du jeden Tag Sport, oder? Jeden Tag. Das heißt, du bist ja heute jetzt in Köln und bis ja morgen Mittag bist du wieder woanders. In Zürich. Machst du das dann im Hotel oder irgendwie machst ja, du das im Zimmer? Ja, man kann das überall oder? Machen. Man kann es im Zimmer machen. Wenn man im Hotel ist, dann Fitnessgym. Also man kann es eigentlich überall finden, was man dann irgendwie hochheben kann oder sie selbst. Und hast du dein Programm, machst du so jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde? Hast du eine App oder machst du es selber nach Gefühl? Nein, oder? Meine App ist im Kopf. Also die App ist im Kopf, Leute. Ihr braucht keine App auf dem Handy. Die App ist im Kopf. Das finde ich cool.